Ringsport der Spitzenklasse mit dem SVG in der Deutschen Ringerliga. Das Germania-Magazin von Mein Ort wird präsentiert von Firman Industriebau und Dietrich Industrie Feindrehteile. Wird der SV Germania Weingarten seine Siegesserie fortsetzen können und den vierten Sieg im vierten Kampf holen? Das ist die große Frage, auf die wir heute Abend eine Antwort bekommen werden. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Germania Magazin in dieser Saison. Der SV Germania Weingarten heute gegen Eisleben hier in der Mineralix Arena. Gleich steigen die Ringer hier hinter mir auf die Waage. Bevor es aber losgeht, wollen wir euch einen vorstellen, auf den sich die Germanen heute bestimmt ganz besonders freuen. Kurz vorm Kampf, wir sitzen jetzt in der Kabine mit Oskar Pino, dem frisch gebackenen Vize-Weltmeister. Er hat zwar schon gerungen in dieser Saison für den SVG und schon 4 Punkte geholt, das aber auswärts. Jetzt geht es zum ersten Mal hier in der Mineralix Arena für ihn wieder auf die Matte. Oskar, ya has luchado en la camiseta de Weingarten esta temporada, pero aquí en la arena siempre es algo especial, ¿no? Sí, a todos los saludos, a todos los weingartianos quiero saludarlo. Y nada, sí, es muy especial luchar en Mineralex Arena, ya que el grupo de fans que hay aquí es muy grande. Nosotros, el ánimo también que nos dan, que nos brindan, ese apoyo que ellos nos aportan para que nosotros salgamos a luchar y salgamos a pelear bastante, es lo que nos puede retribuir a nosotros, la victoria es con lo que nosotros les retribuimos ese apoyo, ya que ellos siempre nos están acompañando a todos o a casi todos los lugares donde nosotros nos vamos a enfrentar. Una vez más, a todos agradecerle y contento de estar aquí en Weingarten otra vez más. Oskar Pino also heute zum ersten Mal in dieser Saison für den SVG zu Hause auf der Matte. Wir drücken die Daumen und wünschen jetzt viel Spaß beim Germania Magazin. Applaus gab es für den 25-jährigen Kubaner schon vorab, sowie ein kleines Präsent und die Glückwünsche vom Vereinsvorsitzenden zu WM Silber. Wir springen jetzt direkt zu seinem Kampf, der zweite des Abends. Gegen Vitali Schur hat Pino aber keine leichte Aufgabe vor sich. Zähes Ringen zwischen den beiden Schwergewichtlern. Am Ende holte Pino im roten Germanentrikot einen ungefährdeten Sieg und einen Punkt fürs Mannschaftskonto. Estoy muy contento, ya que le ganó un buen rival, un rival donde me enfrenté una vez en el torneo de Rusia. Hoy tuve la oportunidad de ganarle y nada, muy contento con aportar al equipo Weingarten, que es el equipo que me ha dado la oportunidad de estar aquí en Alemania y muy agradecido por el presente que me han dado hoy, que es un lindo detalle que tuvieron los grupos de Weingarten conmigo, hacia mí. Kubanisches Feuer der Extraklasse brachte im nächsten Kampf Luis Orta auf die Matte. Für den KAV Eisleben im Einsatz Viktor Chubanu. Ein Duell voller Emotionen. Diese kleine Auseinandersetzung im zweiten Teil der Begegnung, aber ohne schwerwiegende Folgen. Obwohl nicht der einzige Aufreger. Hier wollte Chubanu 2 Punkte haben und bekam sie nach Videobeweis auch zugeschrieben. Trotzdem stand es nach 6 Minuten 9:5 für Orta und den SVG. Nach diesem Krimi musste Ahmed Magamaev zwar Punkte lassen, Alejandro Valdes holte in gewohnter Manier aber 2 unangefochtene Mannschaftspunkte. Unentschieden steht zur Pause 5:5. Ralf, was war dein Highlight bisher? Ja, wir müssen uns erst mal sammeln. Das war eine ganz aufregende erste Halbzeit, sicherlich der Highlight-Kampf, das haben alle Zuschauer so gesehen, der 63-Griech-Kampf zwischen dem Luis Orta und dem Viktor Chubanu. Da waren Emotionen drin, da waren Kampfrichterentscheidungen drin, da war Leicht, da war alles geboten, was man sich von so einem Ringkampf so wünscht. Und wir haben ihn Gott sei Dank für uns entscheiden können, sonst sähe es jetzt noch schlechter aus zur Pause, 5:5. Das wird noch schwer genug. Wir haben unter der Woche schon mit vielen Rückschlägen leben müssen. Musaif ist ausgefallen, den wir 97 geplant hatten. Aufgrund der U23-WM, für die er sich jetzt qualifiziert hat, freut mich ja für ihn. Für uns natürlich umso nachteiliger. Aber ob es zum Schluss zum Sieg reicht, ich weiß es nicht. Die Eislebener stehen schon mit einer bärenstarken Truppe da. Dazu kam ein weiterer Ausfall. Das erfuhren die Fans am Walzbach gleich nach der Pause. Jan Fischer musste aufgeben.
Im Training hatte er sich eine Rippe gebrochen und muss jetzt geschont werden. Denn diese Saison will der SVG den Meistertitel holen. Und bei dieser Mission ist der Routinier unverzichtbar. Einen kurzen Kampf lieferte im Anschluss auch Neuzugang Adam Kurak, dieses Mal aber wegen technischer Überlegenheit. Eine Drehung nach der anderen beendete er frühzeitig den Kampf gegen Magomedscha Pigatsiev und holte 4 Punkte fürs Team. Wir schauen direkt auf den letzten Kampf des Abends, der beiden Lagern sowohl auf der Matte als auch auf der Tribüne alles abverlangte. Bis dahin alles offen, Zwischenstand 10:10. Für den SVG im Einsatz Neuzugang Laszlo Szabo gegen Eislebens Asker Oshoktukov in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm griechisch-römisch. Kurz nach der Pause packte der 28-jährige Ungar den Hammer aus. Es folgte ein wildes Hin und Her von Videobeweisen und weiteren Aktionen wie dieser hier. Kurz vor Schluss lag der Germane mit 4:0 in Front und ließ sich selbst in angeordneter Bodenlage den Sieg nicht mehr nehmen. Die Mineralix Arena feiert. Ja, ich habe es ja schon in der Halbzeit gesagt, es wird heute ein ganz knappes Ding und das war es auch zum Schluss. Wir haben wirklich das Quäntchen Glück gehabt, die 2 Punkte Weingarten zu behalten. Nach der Niederlage vom 87 Freistellmann habe ich eigentlich schon gedacht, wir sind weg, weil jetzt habe ich als Sieg gerechnet, aber dass der Szabo zum Schluss den Sieg hier in Weingarten hält, alle Achtung. War eine tolle Leistung, jetzt haben wir 8 Punkte, sind wir natürlich zufrieden. Jetzt kann die Zwischenrunde kommen. Ja, klar. Am Ende tut es da schon weh, kurz vor dem ersten Saisonsieg dann im letzten Kampf verloren, aber sind zufrieden, haben wirklich einen sehr knappen und guten Kampf gezeigt und am Ende Weingarten das Quäntchen Glück gehabt, was uns heute gefehlt hat. Mit Eislebe, Schifferstadt schon 2 Top-Mannschaften in der Vorrunde gehabt, muss man sagen. Nendinger, Ischbringer sind 2 weitere hochkarätige Gegner, die uns da sicherlich auf dem Weg zum Finale da jetzt den Weg schwer machen wollen. Aber wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben ein gutes Team-Spirit und ich glaube, dass wir den Titel dieses Jahr nach Weingarten holen können. Der SVG entscheidet also diesen letzten Kampf in der Hauptrunde 1 ganz knapp für sich. Im November geht es dann weiter mit dem 2. Teil der Hauptrunde. Dann heißen die Gegner KSV Ispringen und ASV Nendingen. Der SV Germania Weingarten hat aber heute Abend hier wieder ganz deutlich seine Meisterambitionen nochmal unterstrichen. Was uns der Abend aber auch gezeigt hat, ist, es bleibt spannend in der Deutschen Ringerliga. Das war's vom Germania Magazin hier aus der Mineralix Arena. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ringsport der Spitzenklasse mit dem SVG in der Deutschen Ringerliga. Das Germania-Magazin von Mein Ort wird präsentiert von Firman Industriebau und Dietrich Industrie Feindrehteile.